Schwester Helen, die ist nebisch beim Ballett. Wir sind heute auf einer Villa, wo es hergeht flott und nett. Prinz Arlowski, der reiche Soutier, gibt heute Abend dort ein Grand Souper. Kannst du dir eine Toilette von einer Gnädigen annexieren und elegant dich präsentieren, so will ich gern dich ein dort führen. Mach dich frei nur und ich wette, du wirst gut dich amüsieren. Langeweile gibt es weder, so schreibt meine Schwester Ida. Ach, ich glaub, sie zweifle nicht, wir wollen so gern von der Partie. Aber schwierig ist die Geschichte, könnt ich nur fort, wüsst ich nur wie, wüsst ich nur wie. Adele, ist mein Mann schon nach Haus gekommen? Das ist meine Gnädige. Jetzt heraus mit der Geschichte. Sie ist kurz, aber rührend. Gnädige Frau, ja? Meine arme Tante ist so krank. Das tut mir leid, aber ich kann sie nicht gesund machen. Das verlange ich gar nicht. Aber es ist doch die Pflicht einer guten Nichte, ihre arme, kranke Tante zu besuchen. Und darum bitte ich für heute Abend im Ausgang. Unmöglich! Hast du denn vergessen, dass mein Gemahl heute seine 5-tägige Arreststrafe antreten muss? Eben ist er mit seinem Advokaten bei Gericht und versucht Aufschub zu bekommen. Oh, Gnädige Frau, meine arme, arme, arme. Ach, ich darf nicht hin. Wie glücklich die alte Tante ist, eine so liebevolle Nichte zu haben. Schon wieder der Straßensänger. Die Stimme. Ja, natürlich. Das ist Alfred. Er, der mich vor Jahren anbetete, als ich noch frei war. Ich erkenne ihn an seinem Tenor und an seiner Keckheit. Nur ein Tenor kann so keck sein. Und nur ein kecker Mensch kann so Tenor singen. Er wagt es, hierher zu kommen. Sicher hält er mich für treulos. Glaubt, ich liebe einen anderen und ich habe doch bloß geheiratet. Rosalinde! Alfred! Warum nicht mein Alfred? Und mir mit offenen Armen entgegengeflogen. Mein Herr, ich bin verheiratet. Das geniert mich nicht. Aber wenn mein Gemahl käme... Das geniert mich nicht. Übrigens kommt er nicht. Er muss brummen. Ich bitte, ich beschwöre Sie, gehen Sie. Wohlan, ich verlasse Sie. Jedoch nur unter der Bedingung, dass ich wiederkommen darf, wenn Ihr Gemahl brummt. Schwören Sie. Und ich gehe. Es sei, ich schwöre.
Nun denn, ich gehe. Auf Wiedersehen. Ach, wenn er nun nicht singen möcht. Vor seinem hohen Zeff schmilzt mein Widerstand dahin. Meine einzige Hoffnung ist jetzt, dass meinem Gatten die Reststrafe erlassen wird. Lassen Sie mich in da Ruhe. Da kommt er. Sie sind er zankt mit seinem Advokat. Stotterbock. Oh je, ein schlechtes Zeichen. Ein solcher Advokat ist Verkaufer und Verrader, da verliebt die Geduld. Nur Geduld. Statt dass jetzt die Sache endet, hat's noch schlimmer sich gewendet. Und daran ist der nun schuld. Wer ist schuld? Der ist schuld. Der wäre schuld. Ah, der ist ganz allein nur schuld. Das ist nicht wahr. Du willst schon sehen. Was ist geschehen? Erkläre dich. So höre mich. Na, das will ich verteidigen mich. Ersparen Sie sich diese Mühe. So etwas ist nicht zu verteidigen. Mich ein Schiff und mich beleidigen. Du ruhig, Blut, warum die Wut? Der Herr Blutmar schweigt sie ihren Stab. Herr Eisenstein fing an zu schreien. Sie stoppen ja bei jedem Wort. Sie sind Finger wie ein Pfott. Sie quälen wie ein Hahn. Sie sind ein Grobian. Sie sind ein Blödian. Sie sind nur Immoman. Sie reden lauter Liebesmann und weinen sich wie ein Wendelmann. Dieser Mensch gebracht, doch heute soll ich hellen mich und komm ich nicht, so holt man mich. Das ist zu stark, das muss ich sagen. Nicht wahr? Ach, mein armer, armer Mann, noch heute also musst du dran. Was kann ich dir? Ach, mit solchen Advokaten ist Verkaufer und Verrater, da verliert man die Geduld. Wovon ist der nur schuld? Wer ist schuld? Sie sind schuld. Der ist ganz allein und schuld. Aber wenn Sie nur erst wieder fremd und protestieren hier auf Sie wollen, dann werde ich Ihnen dann entscheiden, wann sich kann. Rekurrieren, appellieren, reklamieren, revidieren, rezipieren, suffitieren, defabulieren, evolvieren, protestieren, liquidieren, exekvieren, exhibieren, arbitrieren, resumieren. Hör Sie auf! Exhibieren! Ist genug! Inkulieren! Hör Sie auf! Kalkulieren! Hör Sie auf! Regieren! Was ist mein Glück? Was ist mein Glück? Exhibieren! 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 Die Strafe. Diese Zulage habe ich diesem Herrn Dr. Stotterbock zu verdanken. Reizen Sie mich nicht. Sie haben mich konfus gemacht. Hinaus mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Und sowas ist mein Vertreter. Mein armer Gabriel.
8 lange Tage und heute noch. Heute noch. Sie haben mir nur ein paar Stunden Freiheit bewilligt, um zum Abschied mit meinem süßen Weibchen supieren zu können. Herr Dr. Falke ist eben angekommen. Mein Kompliment, schönste aller Frauen. Ach, lieber Doktor, versuchen Sie doch, unseren armen Arrestanten ein bisschen aufzuheitern. Ich richte inzwischen das Souper. Bitte sehr. Dich aufzuheitern bin ich ja da. Denn ich komme, dich zu einem fürstlichen Souper mit den reizendsten Koryphäen der Oper einzuladen. Bist du toll? Ich muss in einer Stunde meine Strafe antreten. Ach, den Arrest kannst du morgen in aller Frühe antreten. Heute gehst du mit mir in die Villa Orlowski. Du weißt doch, der junge russische Fürst. Du findest dort Damen, sag ich dir, Damen. Den jugendlichen Ballettnachwuchs, die sogenannten Ratten. Die Ratten? Ja, ich hoffe, heute wird es sehr lustig. Ich erwarte dich in, wie spät ist es jetzt? Wart, ich schau mal nach. Ah, das ist ja der gewisse Rattenfänger. Man behauptet, dass du mit dieser niedlichen Repetieruhr alle Damen köderst, wenn du ihn an den Hof machst. Du versprichst sie einer jeden, aber... Aber gekriegt hat sie noch keiner. Nun, du kannst auch heute wieder deinen Köder auswerfen, du Gauner, du. Komm mit mir zum Souper, es ist ganz in der Nähe. In der stillen Kammer laborierst am Katzenjammer, musst nicht des Lebens Freund ein fideler Bruder sein. Ballerinnen leicht beschwingt in den blendendsten Toiletten, wessel dich mit Rosenketten, wenn die Polka lockend klingt. Freundchen, glaub mir, das verjüngt, bei rauschenden Grünen, blendenden Zahlen, mit holden Sirenen, begötter mal, da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da wirst du gesunden mit allen Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen. Siehst du das ein, lass ich ein, siehst du das ein, lass ich ein. Doch meine Frau, die darf nichts wissen, erst zum Abschied zärtlich sie küssen. Sag's lebewohl, mein süßes Kätzchen. Nein, nein, mein Mausel, sage ich, mein süßes Mausel. Süßes Mausel, denn als Katze schleich ich selbst aus dem Hause. Und während sie schläft ganz fest, gehst du statt in deinen Arrest mit mir zu dem himmlischen Fest. Mit dir zu dem himmlischen Fest. Ich führe dich ein als Fremden. Makirena, sollst du dort sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erblüht, ich wusste nur. Du musst dir's vergönnen, zur Gesundheit ist's ja glücklich. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich etwas tun, nicht zu zerstreuen, so kommst du. Wer kann widerstehen, ja, ich bin dabei. Zum Teufel mit deiner Leimschienerei. Schöne Mädchen aus dem Riesen, so wann das dort mal lacht und singt. Ja, was ist denn los? Ihr tanzt und singt? Ja, ich habe ihn getröstet. Es war eine schwierige Aufgabe, aber wie Sie sehen, es ist mir gelungen. Gnädige Frau, es ist schon spät. Ich will dem Gefängnisdirektor Frank seinen neuen Hausgenossen anmelden.
Ich werde dich dort erwarten. Küss die Hände, Gnädigste. Es ist Zeit, an meine Toilette zu denken. Toilette fürs Gefängnis? Ja, natürlich. Falke meint, es sei möglich, dass ich doch deine geschlossene Gesellschaft finde. Noblesse oblige. Tral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 
Zugleich, wie leichtsinnig doch diese Männer sind. Na, er wird sich schnell zu trösten wissen, während ich arme Frau einsam und verlassen um ihn trauere, bis der andere kommt. Rosalinde! Da ist er schon. Er brummt? Er brummt. Ah, wie ich sehe, haben Sie schon alles gerichtet. Da ist ja auch ein Schlafrock und die Kappe. Ja, aber was machen Sie denn? Sie können doch nicht den Schlafrock von meinem Mann anziehen. Wollen Sie mich denn kompromittieren? Kompromittieren? Nein. Aber mit ihnen zu pieren. Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinke, mach die Augen hell. Sind die schönen Äuglein klar? Siehst du alles licht und klar? Siehst, wie heiße Liebe ein Traum, manche Illusion, die dir einst dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon, nur Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, mir das Vergnügen nicht versagen, Ihren renitenten Herrn Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten. Aber mein Gemahl ist ja gar nicht... Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. So schweigen Sie doch, wir sind nicht allein. Das geniert mich nicht. Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir.
Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Widerstand leisten. Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ganz recht. Ich sehe, Sie fassen die Sache von der humoristischen Seite auf. Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Meinetwegen. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Was soll ich tun? Ich bin die Herr von Eisenstein. Bin ich der, den Sie suchen? Sie sind es nicht. Zum Wetter, nein. Nur Ruhe, nicht gleich fluchen. Sie müssen jetzt mein Gatte sein. Sollte ich hier untergangen sein? Mein Herr, was denn? Sie wollen sich nicht mit einem Fremden hin. Das wird doch sonderbar. Mit solchen zwei Vertretern da, sie wahrlich meiner Ehr zu nah. Beneiden mich für wahr, spricht denn diese Situation hier nicht klar und deutlich schon. Wie so spät in die Rot, Rot, ganz traurig und allein. Mit dem Kostüm und so hart, mit dem kann nur allein verraten sein. Mit dem so spät in die Rot, Rot, ganz traurig und allein. Mit dem Kostüm und so hart, sogar mit dem.
mein Herr, ich bin etwas pressiert, da heut ich selbst noch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja, lassen endlich Sie uns gehen. Sie finden gewiss dort meinen Gemahl. Wir brummen vielleicht in denselben Lokal. Wo schonen Sie mich? Dann sicherlich. Wo schonen Sie mich? Dann sicherlich. Oh. Schnell, der Wagen ist so schnell. Fort und schnell. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus, bekommen frei Papier. Drum lade ich Sie ganz höflich ein, verehrtester, ich bitte. Dort auch mein werter Gast zu sein, dort auch mein werter Gast zu sein. Verehrtester, ich bitte, spaziert's gefälligst mit. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Doch schweigen Sie! Es soll geschehen. Fort, schnell fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Glück, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Glück, wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt große mir im Leiden. Mein Herr, genug der Zärtlichkeit, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist die Zeit. Ein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe dir. Die Vögel flattern ein und aus und kommen bei Papier. Ich lade sie ganz höflich ein, um auch ein Gast zu sein. Ich bin dir für den Zinsicht, weil es muss das Beste sein. Du musst 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 das Beste sein. Ich kann kaum mehr lachen. Meine Millionen sind mein Unglück. Nur das Unglück möchte ich gern mit Ihnen teilen, Durchlaucht. Meinen Sie, dass ich heute lachen werde? Ich hoffe es, Durchlaucht. Und ich war bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. So, wie heißt das Stück? Die Rache einer Fledermaus. Da ist bereits eine der handelnden Personen. Mein Briefchen hat also gewirkt. Ziehen wir uns etwas zurück, Durchlaucht? Ich kann nicht genug staunen, dich hier zu finden, Adele. Sag mir nur, wer dich eingeladen hat. Na, du hast mir doch selber geschrieben. Ich möchte mich freimachen und in Grand Parure in der Villa Orlowski erscheinen. Ich weiß von gar nichts. Du, sicher hat sich jemand einen Spaß gemacht. Was? Ich lasse eine alte Tante sterbenskrank werden, jammere mir einen Ausgang, borge mir heimlich ein Kleid von meiner Gnädigen und jetzt soll alles ein Spaß sein? Naja, du schaust ja nicht übel aus. Niemand kennt dich hier. Ich will es halt wagen, dich als Künstlerin vorzustellen.
Meine Damen, ich begrüße Sie. Doch, das ist der Prinz. Spielt eine Rolle gut. Ich werde mir alle Mühe geben. Gestatten durchlaucht, Fräulein Olga, mein Fräulein Schwester. Sie ist auch Künstlerin. Oh, ich liebe Künstlerinnen. Unsere Gesellschaft amüsiert sich bereits beim Spiel. Wollen Durchlauch nicht teilnehmen? Sie, meine Damen, haben vielleicht die Güte, mit dem Inhalt dieser Brieftasche mein Glück auf die Probe zu stellen. Aber mit Vergnügen, Durchlaucht. Komm, Olga. Ja. Na, ist das nicht ein reizendes Büschel? Nun erklären Sie, Doktor. Vorläufig nur das eine. Diese Olga ist das Kammermädchen unseres Helden. Und da kommt auch schon der Held des Stücks. Ich habe ihn für heute zu einem Marquis Renard gemacht. Und ohne, dass er es ahnt, auch seine Frau hierher gebeten. Du siehst, lieber Falke, ich habe mich beeilt. Wer ist der hübsche Kerl? Unser Gastgeber, Prinz Alexander Orlowski. Herr Marquis, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie werden sich bei mir gut amüsieren. Oh, danke, Durchlaucht. Ich muss Sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Zwar langweilig ich mich stets dabei, was man noch treibt und spricht. Indes, was mir als Wirt steht frei, duld ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es an, irrt sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, der fiel hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, der fiel hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich biete, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Siehst mal bei mir, so sieht er, je kann das so gut. Siehst mal bei mir, so sieht er, je kann das so gut. Das ist ein echt russisches Mittel. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde groppig ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, tu dich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht, ich hab genug. Pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum? Das sind allerdings nationale Eigentümlichkeiten, die man beachten muss. Aber heute möchte ich herzlich lachen, lieber Marquis, über Sie. Wieso? Über mich? Dr. Falk hat es mir versprochen. Mein Prinz, Sie geben an Ihre Brieftasche zurück. Sie ist leer. Wir haben alles verloren. Tja, aber das ist doch Adi. Der Gnäher. Darf ich bekannt machen? Fräulein Olga, Herr Marquis Renard. Olga heißen Sie? Marquis, Sie machen so ein verdutztes Gesicht. Falke hat recht. Ich werde lachen. Wieso? Ich glaubte nur eine Ähnlichkeit. Mit wem, mein Herr? Mit einem Stubenmädchen. Ich? Ein Stubenmädchen? Ach, mein
Herren und Damen, hier gibt es einen Spaß. Zur rechten Zeit sie kamen. Sehen Sie dies Fräulein zierlich, ich älter Herr Marquis für, nein, sie ist zu possierlich. Für was denn? Raten Sie. Für einen so verhält er mich, ist das nicht lächerlich? Mein Herr, das ist nicht sehr galant, wie kann man so sich irren, wie ungalant. Wie ungalant. Wie ungalant. Die Ewigkeit ist zu frappant, das musste mich verwirren. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie sollt besser das verstehen. Darum rate ich, ja genau sich, die Leute anzusehen. Hand ist doch wohl dort auf ein Mann, dies Füßchen so zierlich und klein. Die Sprache, die ich führe, die Taille, die Tonüre, dergleichen finden Sie bei einer Zofenie, dergleichen finden Sie bei einer Zofenie, gestehen müssen Sie für wahr. Komisch dieser Irrtum war. Ja, sehr komisch ist die Sache. Drum verzeihen Sie, wenn ich lache. Nehmen Sie sich in Zukunft vor schönen Kammerzofen in Acht? Eine weitere Hauptperson ist eben gekommen, Herr Chevalier Jagrin. Jagrin? Wer ist das? Der Gefängnisdirektor Frank. Ach so. Sie verzeihen, Durchlaucht, ich habe mich etwas verspätet. Willkommen, Herr Chevalier. Darf ich Ihnen einen Landsmann vorstellen? Herr Marquis Renard. Die Herren sind sich noch nie begegnet? Nein, ich bedauere. In Zukunft aber, hoffe ich, werden wir uns öfter sehen. Oh, ganz bestimmt. Warum soupieren wir denn noch nicht? Ich hab schon so einen Hunger. Die Herrschaften müssen sich noch ein wenig gedulden. Wir warten noch eine Dame, eine ungarische Gräfin, die gerne unserem amüsanten Souper beiwohnen möchte,
aber gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Ärmste ist wohl verheiratet. Jawohl, und da ihr Gatte sehr eifersüchtig ist, möchte sie maskiert erscheinen. Und ich bitte sie, die Maskenfreiheit zu respektieren. Ich schlage vor, dass die Herrschaften inzwischen noch eine kleine Promenade im Garten machen. Es ist also wirklich wahr, was Sie mir geschrieben haben, Dr. Falke? Ein Blick wird's überzeugen. Sehen Sie dort Ihren Herrn Gemahl, wie er seinen Arrest abbüßt. Am Arm einer Dame. Doch nein, ich irre mich nicht. Das ist ja Adele, mein Stubenmädchen. Und noch dazu in meinem Kleid. Ruhe, gnädige Frau, er kommt her. Ich bitte, verraten Sie sich nicht. Keine Angst, mit meiner Maske erkennt er mich bestimmt nicht. Mein lieber Falke, ich amüsiere mich köstlich. Ja, aber wer ist denn das? Die ungarische Gräfin, von der ich sprach. Donnerwetter! Das wäre was für mich. Überlasse mir. Mir widersteht keiner. Meinetwegen, du nimmer satt. Also, Frau Gräfin, viel Glück, liebe Marquis. Für einen Marquis gibt sich der Spitzbube aus. Die beißt bestimmt auf meine Uhr an. Oh, welch allerliebster Damenührchen. Wo kauft man so niedlicher Ührchen? Beim Ührchenmacher, mein Kindchen. Ich habe sie gekauft, um sie heute einer liebenswürdigen Dame als Zeichen meiner Huldigung darzubringen. Oh, wenn ich nur die Uhr erwischen könnte, das wäre ein vortrefflicher Corpus Delicti. Sie beißt schon an. Wer mich fixiert, der Spitzbube. Dieser Armstand so manierlich, diese Taille fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Küsschen glüht man bedecken soll, wenn sie es nur erlauben wollt. Im Arreste, wieso für sich als Beste, denn das Küsschen stand als Füße, warte nun, du Bösewicht, du gehst der Strafe nicht. Du bist der Strafe nicht. Ach, vielleicht geht es in Schwimmen, dies holde Zauberbild. Willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir verhüllt? Ey, mein schöner Herr, ich bitte, nicht verwegen, nichts berührt, denn es heißt der guter Sitte, dass man Masken respektiert. Wie er ging, halb verwirrt, kokettiert, halb gerührt, widersprochen, rief ich sie, sie von mir, keine Mann, lass doch sehen, ob es geht, ob sie widersteht. Ja, bald bin ich, ja, bald bin ich, regissiere, regissiere, das können wir gleich sehen. Zählen
das kann nicht sein, denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Den Schlag des Herzens zählen Sie und ich das Tick-Tock Ihrer Uhr. Ich bin auf 5 Minuten Uhr. Jetzt zählen Sie, mein Herr Marquis. Bin schon dabei. Doktor angekündigt hat. Ich wäre doch begierig, Sie ohne Maske zu sehen. Wir werden Sie bitten, sich zu demaskieren, nicht? Ja, demaskieren. Ja. Ja. Schalt, meine Herrschaften, in meinem Haus hat jede Dame das Recht, sich zu verhüllen oder zu enthüllen, soweit es ihr beliebt. Aber wer verbürgt uns, dass sie wirklich eine Ungarin ist? Der Musik, die nationalen Töne meines Vaterlandes, mögen für mich sprechen. Oh,
Lieber Doktor, was ist mit dem versprochenen Spaß mit der Geschichte von der Fledermaus? Das war meine Komödie, in der ich Dr. Falke die Titelrolle zuteilte. Erzählen Sie doch, Doktor, ja? Ja. Also bitte, so muss ich also meine eigene Niederlage erzählen. Vor 3 Jahren besuchte der Marquis und ich, wir waren damals noch ein paar lustige Brüder, einen Maskenball. Der Marquis maskiert als Papillon und ich als Fledermaus, eingenäht in ein braunes Fell, lange Krallen, breite Flügel und einen ungeheuren gelben Schnabel. Wir unterhielten uns köstlich und es fiel mir gar nicht auf, dass mir der Marquis so fleißig zudrang, dass ich gegen Morgen sternhagelvoll betrunken war. Ich wollte mir einen extra Jux machen, fuhr den Doktor in unserem Wagen in einen nahen Wald, legte ihn unter einen Baum und fuhr ohne ihn zurück. Er merkte nichts, denn er schlief wie ein Murmeltier. Als ich endlich bei hellen, lichten Tage erwachte, musste ich zum Gaudium aller Straßenjungen durch die Stadt bis zu meiner Wohnung marschieren. Und seitdem wurde er nur noch Dr. Fledermaus genannt. Und Sie haben sich nicht gerecht für den groben Spaß, Doktor? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht erfahren wir schon morgen, wie meine Komödie, die Rache einer Fledermaus, ausging. Und wer von uns beiden den ersten Preis als Spaßmacher verdient? Wir wollen darauf trinken. Champagner, König aller Weine. Hoch die sprudelnde Majestät und ihre Untertanen. Im Feuersturm der Leben, tralalalala, spritten im Himmel schweben, tralalalala. Die Könige, die Kaiser, sie lieben nur der Reiser, doch lieben sie daneben der süße Saft der Leben. So sagt Schluss an und holt die Kinder eine, den König aller Weine, den König aller Weine. So sagt, so sagt, so sagt. Die Majestät wird anerkannt, anerkannt rings im Land. Jubeln wird Champagner, der erste Sieg genannt. Die Majestät wird anerkannt, anerkannt rings im Land. Jubeln wird Champagner, der erste Sieg genannt. Es lebt Champagner, der Herzen in Liebe verbunden, drum lasset uns alle ein großer Verein.
Schwestern und von Brüdern sei. Eine große Bruderschaft, es sei. Auch ihr, schöne Maske, seid dabei. Ohne Küssen werd ich's auch müssen. Folgt meinem Beispiel, das Glas zur Hand und jeder singt zum Nachbarn
Heimat eine Stütze fürs Leben. Wenn ich ein Rüden wiedersehe, wird das im Arrest geben. Schau, wie viel's auf deiner ist, Olorio. Brüder, meine geht auch nicht recht, weil sie schon gegangen ist. Hol dir von allen, lass die Maske endlich fallen, dass ich sie wenig besieht und wir meine Unkrieg. Verlang mich zu schauen, was hier verhüllt, erwähnen würdest du vor dieser Bild. Oh, was heißt denn das? Ein Spaß, wir waren ein richtiger Spaß. Bist du ein Mann, schau sie dir an, zurück jetzt zum Reich, das wäre Blasage. Oh, ich habe schon Courage, Hätzchen, länger streut dich nicht. Oh, mein Himmel auf der Nase, drum verberg ich mein Gesicht. An das Himmel glaub ich nicht. Nein, das Himmel schreckt ihn nicht. Sehen muss ich dies Gesicht. Er muss sehen dies Gesicht. Meine Hut, es ist die höchste Zeit. Meinen Hut, es ist die höchste Zeit. Seinen Hut, hört auf, wie er schreit. Der lässt handelt mein. Längst du nicht zu Hause sein. Meinen Hut, meinen Rock, liegt mir meinen Rock. Seinen Rock, seinen Hut, seinen Rock, aha. Seinen Hut, gibt dir seinen Rock, aha. Eine kurze Strecke gehst du mit mir. An der nächsten Ecke, da scheinen wir. So lass uns gehen. Auf Wiedersehen. Das ist ein fidöles Gefängnis. Gefällt mir sehr gut hier, weil der Schligowitz so gut ist. Es ist. Ich muss gleich noch einen Schluck kosten. Der ist gut. Der fülle Schligowitz macht direkt einen anderen Menschen aus mir. Warum soll denn der andere Mensch nicht auch einen Schluck haben? Ich bin ja nicht so. Ich vergunze an jeden. Ah, der ist gut. Ah, ja. Verflixter Schligowitz.
Jetzt habe ich gar nichts mehr im Kopf. Mir ist der ganze Geist in die Füße gerutscht. Drum habe ich so einen schweren Stand. Ah, der Gefangene von Nummer 12 singt schon wieder. Vom Täubchen, das entflattert ist. Hätte es nicht auslassen sollen. Ruhe! Hier ist das Singen und Musizieren verboten. Von meinem Herrn Direktor persönlich. Möchte nur wissen, wo der Herz so lang bleibt. Also so eine Frechheit. Halt zusammen, fragt je niemand. Ruhe! Ruhe! Aber ich wette mit mir um einen Schluck Schligowitz, wenn ich bis 3 zähle, fangt er wieder an. 1, 2, der wird mich doch nicht stocken lassen, der Kerl. Halber 3, 3/3, 3:05, 3:00, 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
durchlaucht, russischer Freund. Brrr, Wasser ist nichts gut. Ach, ich bin ja so müde. Der Direktor ist schon da. Er schläft. Mein Gott, wie lieb. Das süße Zuckerguscherl, was er macht. Ob ich ihn mit einem Kuss wecken soll? Nein, nein, nein. Das ist gegen das Dienstreglement, gegen die Vorschrift. Herr Direktor, ich melde mich zum Rapport. Was gibt's denn? Verflixter Champagner. Verflixter Schliwitz. Ist was Neues, Frosch? Nichts würdiger, Herr Direktor. Was? Moment, nein. Nichts / würdiger, Herr Direktor. Der Gefangene von Nummer 12 hat einen Affen. Er hat Verkaten, hat er verlangt. Ich habe ihm den Dr. Blind bestellt. Und der Herr Direktor, da sind noch 4 Damen draußen. 4 Damen, sagst du? Ja, vielleicht sind es nur 2, sicher hat alles doppelt. Sie wollen einen Kavalier Chagrin sprechen. Das können unmöglich Sie sein. Sie sind ja noch nie ein Kavalier gewesen. Ja, führ Sie herein. Jawohl, ich bin es ja. Komm mal her! Es sind ja doch nur 2. Verflixter Schliegowitz. Ja, da ist er hier. Ja. Der Falke hat uns die Wohnung also richtig beschrieben. Das fehlt noch. Die Olga und die Ida. Die Olga und die Ida, die waren noch nie da. Und heute sind schon zufrieden? Du legst die nieder. Ja, Frosch, lass uns allein. Du, Direktor? Mit alle 2, das geht über ihre Kräfte. Hinaus! Immer wenn es interessant wird, muss ich gehen. Nicht Hammel, Ordinärer. Meine Damen? Herr Chevalier, wir haben Ihnen eine Bitte vorzutragen. Ja, aber zuerst müssen wir ein Geständnis machen. Meine Schwester ist gar keine Künstlerin. Na, bis jetzt nur Stubenmädchen bei Herrn von Eisenstein. Ein Stubenmädchen? Und Sie haben sich von mir die Hand küssen lassen? Den Mund ja auch. Es bleibt unter uns. Also keine Künstlerin? Na, aber sie möchte gern unters Theater gehen. Und da sollten der Herr Chevalier ein bisschen behilflich sein. Hat sie denn auch Talent? Ob ich Talent hab? Na, passen Sie auf. Bin ich die Hochschuss vom Lande, natürlich im kurzen Gewande, so hüpfig ganz neckisch umher, als ob ich an Eichkatzel wär. Und kommt ein sauberer junger Mann, so blitzlich lächelnd ihn an, durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur, und so fünfmal mal dem Schürzen auf dem Land und folgt er mir, wo bin ich nie, sag ich naiv, sie schlimmer sie, setz mich zu dir ins Gras und dann und fang auf Netz zu singen an. La 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 la
mich nicht zum Theater ging. Spiel ich eine Königin, schreit ich majestätisch hin, nicke hier und nicke da. Herr Direktor, es ist schon wieder einer da. Wer denn? Ein Markeur. Was, ein Markeur? Verdammte Schläger, ein Markierenar. Oh, mein armer Kopf, was mache ich da? Führe die Damen in ein anderes Zimmer. Ich habe nur noch Nummer 13 frei. Ist Nummer 13 Ihr Empfangssalon? Freilich. Darf ich um Ihr geschätztes Handtel bitten? Pfui, Sie stinken aber nach Schlägerwitz. Du glaubst, ich werde wegen Ihnen eine Eau de Cologne saufen? Es ist ein fidöles Gefängnis. Verflixer Champagner. Ich muss den Marquis empfangen. Das wird eine schöne Blamage. Bitte komm herein, mein lieber Marquis. Ist's möglich, Chevalier? Dich finde ich hier. Warum bist du hier eingesperrt? Ich muss dir die Wahrheit bekennen. Ich bin nicht Chevalier Chagrin, sondern heiße Frank und bin Direktor dieses Gefängnisses. Ein prächtiger Spaß. Es ist kein Spaß, sondern bitterer Ernst, mein lieber Marquis. Lass mich mit dem Marquis zufrieden. Ich heiße Eisenstein und komme, meine Strafe abzubüßen. Ich kann dir beweisen, dass du nicht Eisenstein bist, denn ich habe Eisenstein gestern Abend persönlich arretiert. Du hast ihn arretiert? Wo und wann? Gestern Abend in seiner Wohnung. Er saß ganz gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Souper. Im Schlafrock mit seiner... Im Schlafrock mit meiner Frau? Sie nahm so zärtlich Abschied,
dass ich ganz gerührt wurde. Zärtlichen Abschied? Wo ist dieser Eisenstein jetzt? Er sitzt auf Nummer 12. Herr Direktor, Herr Direktor, es ist schon wieder eine Dame da. Ist ein fidöles Gefängnis. Ach, wer ist sie? Sie hat nicht reden wollen, da habe ich sie ins Sprechzimmer geführt. Du entschuldigst einen Augenblick, lieber Marquis. Ja, es ist ein fidöles Gefängnis. Da kommt schon wieder wer. Kommen Sie nur herein, Herr Doktor Blind. Ich gehe jetzt den Herrn Eisenstein holen. Bitte hier zu warten. Was sagt er? Holt Sie? Sie sind ja schon da. Das geht Sie gar nicht an. Ich bin nicht nur da, ich bin auch dort. Was wollen Sie überhaupt hier? Sie lachen Sie nicht. Nein, Sie haben mich ja rufen lassen. Ich Sie rufen lassen? Der Amtsdiener sagte mir ausdrücklich, dass mich der Herr von Eisenstein zu sich bescheiden lasse. Eisenstein? Halt! Ich habe eine Idee. Sie müssen mir Ihre Stelle abtreten. So kann ich diesen falschen Eisenstein kennenlernen und ihn auf das Genaueste inquirieren. Geben Sie mir Ihren Rock, Ihre Perücke, Brille und die Akten. Ich werde mich als Sie verkleiden und ausgehen. Ja. Kein Widerrede! So, Herr Notar, hier ist der Gefangene von Nummer 12. Es ist ja niemand hier? Jesus, jetzt ist der Blind so blind, dass man gar nicht sieht. Grad war er noch da. Warten Sie hier, Gefangener. Passen Sie gut auf, dass Sie nicht durchgehen. Komm gleich wieder. Verflixter Schligowitz. Es ist ein fidöles Gefühl. Ich muss gestehen, mein Abenteuer fängt an, mich zu langweilen. Alfred, ich muss Sie sprechen. Ein Engel naht, Rosalind. Ach, hören Sie mich an, mein Gatte kann jeden Moment hier erscheinen. Sie müssen fort von hier. Meine Lage ist entsetzlich, ich weiß mir wirklich keinen Rat. Vielleicht weiß der Notar, den ich herholen ließ. Da ist er. Die Treulose ist bei ihm. In meiner Verkleidung werden Sie mich nicht erkennen. Ich muss erfahren, wie Sie miteinander stehen. Wer will zur Zahlen, pack ich in meinem Kragen. Was wird ihn ich fragen? So wird er nicht sagen. Darf ich wohl es wagen? Möcht nieder ihn schlagen, ihm alles zu sagen. Doch er ich nicht wagen, die Situation, der Frisch diskret froh, die Situation, er heischt diesen Frischen Katron. Jetzt bewirte ich die ganze Sache, mir haarklein zu erzählen, wenn nicht das Gewisse zu verfehlen, des ich mir Notiz mache. Der Fall ist eigentümlich, wie Sie gleich werden sehen. So war verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Denn so gegeben, wenn Sie zu Protokollen, worin ich sie verteidigen soll. Ein seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spät zu dir. Ein Glück, dass es so kam, Sie handelten infam. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie sollen mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt zu mich hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Mein Herr Doktor, das war wunderbar, sehr sonderbar, sehr sonderbar, nur in Lohn.
nichts Übles ist passiert. Doch Würde kann es werden, wär ich kompromittiert, da sicher mich mein Gott für schuldig halten wird. Da hätten auch das Recht, die haben sie schlecht. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich auch verteidigen. Verzeih sie, wenn ich heftig will, der Gegenstand reißt zu mich hin. Ich woll sie nicht beleidigen, nein, ich soll sie ja verteidigen. Wenn du tun, das war für wahr, sehr sonderbar, sehr sonderbar. Nur ich blut, denn solche Wut macht sich für auch nicht gut, macht sich nicht gut, gar nicht gut. Ich biet mir alles zu gestehen und nichts zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist weiter nicht geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr! Ich bitte zu gestehen, ist aber weiter nichts geschehen. Mein Herr, was denken Sie von? Was sollen diese Fragen hier? Ich frage Sie ausgerissen, ist aber weiter nichts geschehen. Denn alles muss ich wissen. Alles muss ich wissen. Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Meinen Gatten Sympathie. Nur muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann, und niemals ich vergeben kann sein treulos schändliches Betragen. Hier hat die vorige ganze Nacht mit jungen Damen zu zu machen, nachdem ich ganz genau weiß, wie viel es bei dir geschlagen hat. Wollen Sie bitte schön die Schläge meines Herzens zählen, Herr Marquis? Meine Uhr, sie war meine Ungarin. Also Sie sind Herr von Eisenstein?
Ich sehe, es hat hier schon eine Erkennungsszene gegeben. Dr. Folge, was haben Sie angestellt? Der wahre Herr von Eisenstein brennt darauf, seinen Arrest anzutreten. Niemals! Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Da müssen wir erst einige Zeugen kommen lassen. Ich habe die Gesellschaft von gestern Abend her gebeten. Bitte schön, meine Herrschaften, einzutreten. Was soll bedeuten die Geschichte? Noch werd ich nicht klug daraus. So richtig die Federn aus. So richtig die Federn aus. So erklärt mir doch gespielt. Alles, was dir Sorge macht, war ein Scherz von mir erdacht. Und wir alle spielten mit. Wie der Prinz. Ich spielte mit. Unter Dele spielte mit. Ihr Souvenir war nichts als Mütte. Doch bei Schlagrock von Seligkeit entzücken. Oh, ich mach dies Wort mich froh. Gattin, lass ans Herz sich drücken. Aber ich zeig alles so. Wir wollen ihm den Glauben. Der Himmel bringt mich Trauben. Oh, und was geschieht mit mir? Bleiben im Arrest sie hier. Will ich sie als Freund und Vater bilden lassen fürs Theater? Nein, ich lass als Kunstmäzen solch Talent mir nicht entgehen. Das ist bei mir so siete, je keines zum Gut. Das ist bei mir so siete, je keines zum Gut. Rosalinde, vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner hat's verschuldet, la 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 la. Was wir unterdulden, la 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 la.